Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format hier. Und zwar möchte ich mir in diesem Format mal eure Parks angucken, die ihr mir zuschicken könnt. Und wer mich auf die Idee gebracht hat, das war einer meiner Mods, nämlich Lekrüte Tizian. Er hat nämlich unter ein Video geschrieben oder gefragt, ob ich mir mal seinen Park angucken möchte und vielleicht bewerten kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er geschrieben hat. Auf jeden Fall hat er mir den Park geschickt und ich werde da jetzt gleich mal reinschauen, gemeinsam mit euch, und werde dazu meine Meinung als Bauprofi abgeben. Wir schauen mal. Also ich werde ihn mir angucken. Mal gucken, wie der Park geworden ist. Ich weiß auf jeden Fall schon, unter welchem Motto er steht. Das verrät nämlich schon der Name von dem Safe Game, was er mir geschickt hat. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. So, ich habe mich mal ein bisschen kleiner gemacht und jetzt laden wir mal den Spielstand. Und der heißt nämlich Lost Work Park Heile. Also ich denke mal, er hat die vergessene Welt nachgebaut. Den Park, den schon sehr, sehr viele nachgebaut haben. Ich bin sehr gespannt, wie es bei ihm geworden ist. Und worauf ich auch gespannt bin, sind die Dinosauriernamen. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass er da einige Leute verewigt hat. Aber wir werden sehen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hat er sich auch voll auf das Bauen konzentriert. Ich werde gleich ganz, ganz kritisch sein. Nee, Quatsch. Ich bin sehr gespannt, ob es ein schöner Park ist oder nicht. Und, oh. Ich muss sagen, der erste Eindruck ist schon mal nicht schlecht. Also das ist schon sehr vielversprechend. Sieht cool aus. Hier ist einer mit niedriger Gesundheit. Oh, hier. Okay, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber wir sehen schon mega viele Gehege hier. Die Gehege sehen alle sehr, sehr schön aus. Alle eine andere Form. Schön abgerundet. Na, gefällt mir. Also der erste Eindruck von dem Park ist schon mal sehr gut. Wie würde er an das Ganze jetzt rangehen? Ich würde sagen, wir gehen zum Eingang. Der ist hier vorne. Man erkennt gar nicht, dass das die Sandbox-Map ist, ne? So richtig. Ist das die überhaupt? Ja, doch, ne? Das Isla Nublar? Ich hoffe. Sieht komplett anders aus, so. Das ist krass, ne? Isla Nublar. Ja, also nicht schlecht. Also das hast du schon mal erreicht, dass man nicht mehr erkennt, dass es Isla Nublar ist auf den ersten Blick. Okay, hier ist auf jeden Fall der Anfangsbereich. Hier kommt man rein, hat man erstmal so einen schönen Platz mit ein paar Geschäften. Kann man ja nichts mit verkehrt machen. Was haben wir denn hier? Ein Fastfood-Restaurant, Spielhalle und Bowlingbahn. Was es hier jetzt zu bemängeln gibt, ist eine Sache, wie ich finde. Der Eingang von der Bowlingbahn befindet sich hier und der Weg. Es sieht schon cool aus mit dieser Rundung, muss man sagen. Also die Idee ist cool, aber ist halt nicht praktisch mit dem Eingang. Vielleicht hätte man die beiden Geschäfte hier tauschen können, aber das ist halt... Ich bin halt sehr kleinlich bei sowas, ne? Seid da auch nicht böse. Ansonsten finde ich das sehr, sehr schön hier. Auch mit den Wegabzweigungen, das finde ich schön. Das ist gut geworden hier. Schön breiter Weg und dann kleiner. Das kann ich mir vielleicht mal abschauen. Also, oh, das sieht super aus mit der Abzweigung. Ja, die Sache ist jetzt so, wir gehen jetzt eigentlich den Weg entlang und schauen uns hier das Gehege an, würde ich sagen. Die Frage ist, wo gehen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen links lang. Hier geht's nach links, genau. Dann kommt man hier zu einem Schutzraum. Finde ich gut, dass du hier verschiedene Wegfarben benutzt hast. Also das mache ich ja auch in der Regel so. Ist auch immer eine gute Sache. Dann kommt man hier zum ersten Gehege mit einer Beobachtungsgalerie. Und ich sehe schon, was für ein Dinosaurier sich hier befindet. Nämlich ein Spinosaurus. Mit dem Standard-Skin. Ich vermute mal, der wird alleine in dem Gehege sein, aber das können wir jetzt auch nochmal herausfinden. Ja, mal schauen. Genau, der ist hier alleine. Leider ohne Namen. Okay. Aber das ist ja an sich nicht schlimm. Kann man hier noch rumgehen und den auch so ein bisschen beobachten. Ich bin ja immer ein Fan davon, solche gefährlichen Dinosaurier mit einem Doppelzaun einzusperren. Aber ich finde, so ist es natürlich auch in Ordnung, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob bei einem Spino so ein... Metallzaun wirklich ausreichend ist. Oder ob man da nicht doch eine Betonmauer nehmen sollte. Aber so ist natürlich die Sicht besser, ne? Also definitiv. So kann man die Dinosaurier wenigstens beobachten. Und jetzt hier über so einen kleinen Hügel. Der ist jetzt auch nicht zu steil. Aber irgendwie so ein bisschen random, ne? Na, ist ja auch nicht weiter schlimm. Genau. Hier links kann man dann auch noch lang. Okay, das wird ganz schön schwierig hier, den Park vernünftig zu durchlaufen. Ich bleib mal auf dem dicken Weg hier, auf dem Hauptweg. Kommt man hier hin, hier kommt eine Abzweigung und dann geht es hier richtig los. Also jetzt werden wir uns mega verlaufen. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Beobachtungsturm in zweiter Reihe hinter dem Weg. Finde ich sehr, sehr schön. Der ist sogar ein bisschen angehoben. Sehr gut gemacht. Kann man auch nochmal den Spino wunderbar beobachten. Und hier vorne haben wir zwei Baryonyxe, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich vorhin schon gesehen. Genau, da hinten laufen sie. Haben die denn Namen? Baryonyx? Ne, beide nicht. Beide keinen Namen. Na, Baryonyx sind auch coole Saurier.
Ich weiß gar nicht, ob das Gehege nicht viel zu groß für die ist. Ja, fast so groß wie das von dem Spino. Boah, die brauchen ja fast gar nichts, wenn man mal hier guckt. Grasland, Wald. Vielleicht sind die auch modifiziert, ich weiß es nicht. Oder die Einstellungen sind einfach ausgestellt. Das kann ja natürlich auch sein. Ja, gehen wir direkt mal auf diesen Bereich hier ein. Der ist natürlich wunderschön. Also sieht mega nice aus. Hier haben wir ein Hotel, hat auch keinen Namen. Und das ist ja hier so dieser Standardbereich, den man sehr, sehr gut kennt. Habe ich schon sehr, sehr oft bei Leuten gesehen. Ist aber immer ein bisschen anders mit den Geschäften und sowas. Ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Sehr gut gelungen. Ich finde das auch schön, dass du hier... Normalerweise ist der Wasserbereich ja viel, viel größer, wo der Mosasaurus dann drin ist. Aber ich finde das schön, dass du das so ein bisschen kleiner gehalten hast. Dadurch geht nicht so viel Platz verloren. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Auch mit der Einschienenbahn hier drüber. Und ich finde auch, dass du die Geschäfte sehr clever gewählt hast. Also immer schön Eckläden so zu nehmen. Hier ein Toys-Laden, der in diese Richtung schaut. Der Laden ist sowieso immer super, der Souvenirladen. Der sieht richtig, richtig gut aus mit diesen Säulen und der Rundung. Und hier vorne hast du das Gleiche gemacht. Auch zwei Eckgeschäfte, schön an die Ecke platziert. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Wir haben noch zwei weitere Geschäfte. Oh, die sind auch sehr, sehr gut platziert. Das gefällt mir richtig gut hier an der Ecke. Auch, dass das dann hier noch so ein bisschen Gras ist. Das sieht super aus. Kleiderladen. Und hier vorne haben wir noch ein Restaurant. Ist ja auch einer meiner Lieblingsgeschäfte mit diesem Fossilienkopf. Und ein Innovationszentrum haben wir. Das darf natürlich nicht fehlen bei einem Lost World Park, ne? Ist ja so der Klassiker. Auch sehr, sehr gleichmäßig und schön drumherum gebaut. So gefällt mir das. Hier auch direkt eine Einschienenbahnstation daneben gepackt. Ist natürlich auch sehr praktisch. Und die Frage ist jetzt, wo gehen wir weiter? Weil wir sind, glaube ich, jetzt gerade in der Mitte des Parks. Ich gehe zumindest davon aus, jo. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wir waren ja gerade hier in dem Spinosaurus-Gehege und bei den Baryonyxen. Jetzt sagen wir, gehen mal hier hoch. Und hier führt so ein Weg ein bisschen nach oben. Genau, hier hatten wir den Aussichtsturm ja schon einmal durchgeschaut. Es geht dann hier noch weiter nach oben. Oh, hier ist sogar so ein kleines Wasserbecken. Auch sehr, sehr schön. Was haben wir hier? Oh, wir haben hier das ACU-Zentrum. Auch nicht schlecht. Sehr interessant. Die Wegführung hier finde ich auch cool, muss ich sagen. Also, dass es hier einmal so rechts mit einer Kurve lang geht. Dann hier vorne so direkt an den Gebäuden entlang. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Hier der Zaun schön am Rand. Was haben wir hier? Ein Wissenschaftszentrum. Diese Gebäude baue ich auch viel zu selten. Das Wissenschaftszentrum und das Sicherheitszentrum. Liegt aber meistens am Platzmangel, wenn ich ehrlich bin. Aber sehr, sehr schön platziert hier. Dann haben wir hier nochmal einen Aussichtsturm. Was hat denn der für eine Aussicht? Oh ja. Die ist wunderschön. Man kann leider keine Dinos sehen, oder? Doch, da hinten. Links in der Ecke. Zwei Paris. Und ein Para. Immerhin. Aber man hat wirklich eine schöne Aussicht hier. Über dieses Innovationszentrum und so. Und mit dem Bergen in der Landschaft im Hintergrund und so. Das sieht natürlich auch schön aus. Aber was mir gerade aufgefallen ist. Was ist denn hier passiert? Mit den Wegen. Okay, ich glaube, da hast du noch was vergessen. Das sieht irgendwie ziemlich unfertig hier aus. Mit den Wegflächen hier, das kann man ja bei Türmen immer sehr, sehr gut machen. Aber irgendwie sieht das hier so ein bisschen komisch aus. Ja, das macht es auch nicht besser. Müsste man halt ein bisschen schöner hier regeln. Ist aber auch egal, ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder einen guten Anschluss finden. Ich würde sagen, wir waren jetzt hier in diesem rechten Bereich. Ich würde sagen, wir gehen diesen Weg mal entlang hier vorne. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen drin mit der Orientierung. Ich finde es auch gut, dass du nicht so ja alles begradigt hast. Also hier geht es jetzt zum Beispiel auch ein bisschen hügelig hoch und wieder runter. Das finde ich sehr, sehr cool. Das sind alles so kleine Details, die das Ganze viel lebendiger machen. Ich meine, hier vorne ist wieder begradigt, aber dadurch, dass du immer so ein paar Höhenunterschiede eingebaut hast, ist das schon ziemlich nice. Was haben wir denn hier vorne? Zwei Beobachtungsgalerien, womit man auf Velociraptoren gucken kann. Ach, sehr schön. Wir haben auch ein recht großes Gehege. Auch eine sehr schöne Gehegeform. Allgemein, ich finde, dass du die Gehege echt sehr, sehr gut abgerundet hast immer. Gefällt mir. Wir haben hier auf jeden Fall vier verschiedene Velociraptoren. Alle ohne Namen. Oh, schade. Keine Namen, über die wir gemeinsam lachen könnten. So, genau. Zwei Beobachtungsgalerien. Sehr, sehr schön. Dann geht der Weg hier rum. Das ist jetzt auch so ein kleiner Seitenweg, so wie es aussieht. Also nicht mehr dieser breite Weg. Hier vorne haben wir zwei. Zwei Allosaurus. Auch ohne Namen.
Auch auf so einer schrägen sogar da hinten. Das finde ich cool. Das Gehege da so ordentlich hochgeht. Finde ich sehr, sehr schön. Da sind die beiden. Du hast wirklich super viele Gehege hier untergebracht und verschiedene Spezien. Und bis jetzt haben wir noch keine Mischung gesehen im Gehege, aber ich glaube, das wird uns jetzt hier im nächsten großen Gehege erwarten. Ich finde das echt cool, dass das hier so hochgeht. Aber ich weiß gar nicht, ob das von der Landschaft so sein muss. Ja, ich glaube schon. Hier geht es, glaube ich, immer so ein bisschen hoch. Hast du aber sehr schön geregelt, auch hier mit den Bäumen und so am Rand. Das ist echt super. Hier kommt auf jeden Fall das große Pflanzenfressergehege. Ich würde fast sagen, dass wir das uns später nochmal gönnen. Ja, ihr seht schon, wie viele Pflanzenfresser da drin sind. Haben die denn Namen? Ich habe mal einmal so ein bisschen da oben drüber. Ich sehe aber allgemein keinen Namen hier. Ich glaube, du hast keinen Dinosaurier leider benannt. Aber ist ja an sich auch nicht weiter schlimm. Aber ich würde sagen, das Gehege schauen wir uns nachher mit der Gyrosphärenfahrt an. Das machen wir ganz am Ende, glaube ich. Wir können ja mal einen kleinen Blick riskieren. Auch schön. Haben wir direkt einen Stego und einen... ist das ein Para oder ein Oloro? Ach, nee, ist ein Oloro Titan, ne? Am Fressen. Sehr, sehr gut. Aber wir gehen, wie gesagt, nachher noch ein bisschen auf das... auf die Fahrt hier ein. Dann sehen wir das hier nochmal. Hier vorne hast du dein Ausbrüt... Entwicklungslabor. Einfach ganz souverän klein hier gehalten. Also nicht schlecht, kann man so machen. So nimmt es wenigstens wenig Platz weg. Ich mache ja immer so Bereiche, wo man dann das Entwicklungslabor hat und die Rangerstation, das ACU-Zentrum und sowas. Aber ich finde das cool, dass du die Gebäude so ein bisschen verteilt hast. Dadurch fällt das gar nicht so auf. Hier hast du das ACU-Zentrum, hier das Entwicklungslabor. Kann ich mir vielleicht auch mal als Beispiel nehmen, dass ich das beim nächsten Park mache. Wir haben jetzt im Prinzip diesen Bereich hier schon abgedeckt. Jetzt kommt nur noch hier hinten dieser Bereich. Ja, was heißt nur noch? Hier sind noch einige Gehege. Das heißt, ich würde sagen, also wir waren ja hier in der Sackgasse. Wir springen mal wieder zurück zum Eingang, würde ich sagen. Und gehen dann mal den anderen Weg und schauen mal, wo der hinführt. Hier geht er zur Einschienbahn. Und hier vorne geht er dann ab zu den Baryonyxen. Die haben wir ja schon gesehen. Hier rechts zweigt er auch nochmal ab. Und geht zu einem Tyrannosaurus Rex Gehege. Sehr gut. Hier geradeaus brauchen wir ja nicht gehen. Hier waren wir ja gerade schon. Also würde ich sagen, gehen wir mal zu dem T-Rex. Hier haben wir auch noch einen Weg ab zur Ranger-Station. Auch sehr gut. Ja, das mit den Wegen hast du auch konsequent eingehalten, dass du die in diesem Grau oder sowas machst. Finde ich gut. Mache ich ja auch immer so. Finde ich immer sehr passend. Hier vorne ist der T-Rex. Mal gucken, ob es ein oder zwei sind. Vermutlich einer. Ja, das schläft leider gerade. Da gibt es leider nicht viel zu sehen. Wie heißt der denn? Hat auch keinen Namen. Och, Mensch. Mal gucken, ob ich hier noch einen Dino mit Namen finde. Oh, das Gehege ist aber recht groß, ne? Ja, das ist auch so ein bisschen im Mittelpunkt. Finde ich gut, dass du den T-Rex in den Mittelpunkt des Parks geklatscht hast. Ich weiß jetzt gar nicht, wie nah der wirklich an diesen Lost World Park rankommt, dieser Park. Aber ich finde ihn bis jetzt wirklich sehr, sehr cool, Tizi. Hast du echt gut gemacht. Sehr, sehr schick geworden. Ich finde auch, dass du das mit dem Gras schön gemacht hast hier, also mit den Büschen und sowas, dass du nicht alles vollgekleistert hast, sondern immer nur so ein bisschen freigelassen hast. Den Wald hast du auch sehr schön gemacht. Sieht alles sehr, sehr schön natürlich aus. Was haben wir hier vorne? Dilos. Ah, ja. Auch wieder alle keinen Namen. Ach, wie schade. Schauen wir mal rein in die Beobachtungsgalerie. Auch gut platziert hier, der Futterspender. Kann man die Dilos super beobachten mit, wenn es direkt davor ist. Auch ein sehr schönes Gehege. Der Getränkebereich oder der Trinkenbereich, so ein bisschen versteckt da hinten, finde ich auch sehr gut. Die Dilos wollen sich ja auch ein bisschen zurückziehen können, ne? Ist ja logisch. Und dann kommt als nächstes, dann gehen wir den Weg hier weiter, dann nach hier oben. Oh, das Gehege ist sogar abgesenkt so ein bisschen. Oh, das finde ich auch cool. Also hier geht es ordentlich runter. Ist abgesenkt. Das ist, glaube ich, dieser eine Bereich, wo ich meistens meinen Industriebereich baue. Jo. Da ist ein Acrocanto drin, auch ohne Namen. Och Mensch, das ist ja schade. Ist aber cool geworden. Man hat echt eine gute Übersicht von hier oben. Ist leider auch nur ein Acrocanto. Und ich glaube, das ist der normale Standard-Skin. Jo, das ist der normale Skin. Oder nicht? Ich meine schon. Standard, ja. Aber cooler Dinosaurier mit seinem Fettwanst. Gehen wir mal zurück hier zum, ich glaube, vorletzten Gehege schon. Was haben wir denn hier? Oh, Carnotaurus zweimal, wie es aussieht. Schauen wir natürlich auch einmal kurz durch die
Galerie hier. Da schreit da gerade der andere, den dürfen wir gerade nicht sehen. Nee, der ist versteckt da hinten. Aber ganz im Hintergrund sieht man ihn gerade so ein bisschen. Carnotaurus, auch cooler Dinosaurier. Und da kommen wir, glaube ich, schon zum letzten Gehege von dem Bereich. Bei den Dilos waren wir... Nee, das sind gar keine Dilos, okay. Nee, dann haben wir noch zwei Gehege vor uns. Da gehen wir doch mal hier in das nächste Gehege. Ich glaube, das waren Hereras, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir doch auch mal. Jo, das sind Hereras. Ich kann jetzt drei Stück erkennen. Vielleicht sind hier auch noch mehr drin. Ne? Kann natürlich sein. Ne, drei Stück. Leider auch alle. Oh, wir haben einen Namen gefunden. Indospino. Ach, sehr gut. Das ist bestimmt in Gedenken an Indospino, weil er ihn mal getötet hat als Herrera. Finde ich cool, Tizi, dass du das eingebaut hast. Aber du hättest ruhig noch ein paar mehr Namen machen können. Vielleicht finden wir gleich noch einen Namen. Indospino ist auf jeden Fall in deinem Park vertreten. Gehen wir in das nächste Gehege. Das waren die Proceratosauren. Kann man leider sehr, sehr schlecht erkennen, weil die so klein sind da hinten. Gehen wir doch mal so ein bisschen näher ran. Sozialisiert sich. Fünf Stück sind's. Ich glaube, alle Skins hast du eingebaut. Finde ich gut. Da laufen sie. Ein ganz schön großes Gehege, aber die brauchen auch viel Platz, ne? Haben die ihr denn einen Namen? Nee, auch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich glaube, wir haben jetzt fast alle Gehege durch. Natürlich bis auf das Pflanzenfressergehege. Das werden wir jetzt gleich zum Schluss nochmal machen. Aber ein sehr, sehr schöner Park. Sehr viele Gehege, sehr viele verschiedene Dinosaurierarten. Ich finde es auch gut, dass du die so konsequent voneinander getrennt hast, die ganzen Fleischfresser. Weil wenn mich nicht alles täuscht, waren das alles Fleischfresser, ne? Fleischfresser, Fleisch, 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 Fleisch. Und ein großes Pflanzenfressergehege. Also eine sehr, sehr tolle Regelung. Das sind echt viele Dinosaurier. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. 45 Gegenstände steht hier. Ich denke mal, das sind 45 Saurier dann. Ach, hier kann ich auch gucken wegen den Namen. Okay, die scheinen alle keinen Namen zu haben, außer Indospino. Ja, leider nicht. Aber immerhin hast du ein kleines Namens-Easter Egg eingebaut. Ich habe es immerhin, hat sich wenigstens gelohnt, auf die Namen zu achten. Die Einschienenbahnfahrt, die werden wir, glaube ich, nicht machen. Die ist auch relativ kurz. Das ist ja nur dieses Stück hier. Da kommt man zur Mitte des Parks. Finde ich aber auch nicht verkehrt. Man muss ja nicht immer alles mit Einschienenbahn vollkleistern. Und jetzt würde ich sagen, machen wir zu guter Letzt zum Abschluss einmal diese Fahrt hier. Na, das Doofe ist, wir fahren die am besten selber einmal durch. Weil sonst starten wir halt nicht beim Anfang. Und dann fahren wir lieber einmal selber. Ah ja, ja, was ist jetzt denn los? So. Ich schließe meinen Controller an. Dann können wir nämlich die Kamera ein bisschen besser bewegen. Wir werden gerade bedrängt von einer anderen Gyrosphäre. Aber wir fahren los. Und schauen mal. Das ist schon mal ein Anki. Brachiosauren sehe ich, Ankis, Ulurotaiten, waren das Triceratops? Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich herausfinden, hoffentlich. Ich versuche so ein bisschen auf der Strecke natürlich zu bleiben, ne? Wir wollen ja das auch realistisch hier gestalten. Hm. Aber ziemlich viele Dinosaurier hier drin. Und es sind Triceratops, jo. Auch mit dem Standardskin. Sind sie gerade am Fressen da, der Anki und der Trizi. Ach, sehr, sehr schön. Da hinten sind die Brachios und Trinken. Fahren wir jetzt aber auch noch hin. Da fahren wir mal ein bisschen weiter. Oh, was ist das denn hier? Den baue ich auch super selten. Das ist, glaube ich, dieser Dread-Roll. Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist der, ne? Können gleich mal nachgucken, wie der genau heißt. Den mache ich auch super selten. Ist aber schön, dass der hier so frisst. Können wir hier unten durchfahren? Ne, das geht leider nicht. Müssen wir mal kurz warten. Können uns hier umschauen. Der scheint aber alleine zu sein. Hier vorne sind Brachios, ne? Wir gehen mal kurz aus der Kugel hier raus. Genau, das ist ein Dreadnoctus. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Der Name war bestimmt mega falsch ausgesprochen. Aber der scheint hier alleine zu sein. Das sind alles... drei Brachios hier. Ja, solange er sich wohlfühlt, ist ja alles gut. Den baue ich halt auch super selten, ne? Ich glaube, der ist doch auch mal mit einem Update oder einem Patch reingekommen, ne?
Sieht auch ganz anders aus vom Kopf her als der Brachio zum Beispiel. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal dran vorbei an dem. So. Wir sollen uns jetzt nicht weiter hier belästigen und aufhalten. So, passiert hier noch was? Ja, da kommen auch nochmal Dinosaurier. Oh, die haben wir noch gar nicht gesehen. Ich glaube, das sind Iguanodons. Ja, das sind Iguanodons. War mal so ein bisschen von der Strecke weg. Der hat auch einen sehr schönen Skin. So ein richtiges Tigermuster. Gefällt dir gar nicht, dass ich hier bin, ne? Ich fahre ja schon weiter. Lass euch beiden mal allein. Dein Kollege kommt auch schon. Und genießt es mal. So, fahren wir weiter. Ich glaube, wir haben es gleich schon geschafft. Das Gehege war jetzt ja auch nicht so riesig. Aber finde ich sehr, sehr cool, dass du es so gemacht hast. Ein großes Pflanzenfressergehege und ansonsten nur Fleischfresser. Hier haben wir nochmal zum Abschied Paras und ein Oloro. Laufen jetzt hier auch nochmal über die Strecke. Na komm, husch, husch. So. Und nochmal zur Verabschiedung. Die Oloros hier im Weg. Jetzt aber weg hier. Och, jetzt grast er hier erstmal in aller Ruhe. Alles klar. So, wir müssen da aber jetzt ja nicht drauf warten. Ich gehe mal aus der Kugel raus. War eine sehr, sehr schöne Fahrt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele verschiedene Arten gesehen. Viele schöne Dinosaurier. Viele verschiedene Skins. Finde ich mega cool. Alles im Allen ist der Park auch wirklich super schön geworden. Ich habe jetzt gar nicht viel zu bemängeln gehabt. Vielleicht das eine da mit den Wegen und sowas. Vielleicht hat man die ein oder andere Sache noch ein bisschen mehr überglätten können. Aber ansonsten sehr, sehr cool. Du hast Höhenunterschiede eingebaut. Du hast das mit den Bäumen sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Das mit den Büschen sehr, sehr schön gemacht. Das mit dem Wasser sehr, sehr schön gemacht. Hier vorne der Bereich ist natürlich auch ein absolutes Highlight. Hast du gut ausgesucht mit den Geschäften, finde ich. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass du das so eingebaut hast. Hier mit so einem kleinen Gewässer vorne und sowas. Dass hier die Einschienenbahn lang fährt und sowas. Also sehr, sehr cooler Park. Und ich würde sagen, wir können das gerne öfter machen. Also ich würde mich sehr darüber freuen, noch mehr Parks von euch bewerten zu dürfen. Und wir können das ja so machen. Ihr schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video, wenn ihr einen Park habt, den ich mir mal angucken soll. Und ich antworte euch dann darauf und dann könnt ihr mir den im Discord zuschicken. Und mit etwas Glück schaue ich mir den dann mal in einem Video an. Wie findet ihr das? Also ich finde die Idee ganz cool. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Einsendung, Tizi. Und echt ein cooler Park geworden. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann dürft ihr gerne abonnieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.